Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Beginning. Wir tun uns hier einen auf dem Friedhof abkrampfen. Wir sind viel zu schwach, wenn jetzt sind wir auf Level 6 aufgestiegen. Und das hilft uns vielleicht ein bisschen, aber wir haben keine einzelne Heilung mehr. Und ich schätze mal, dass wir wahrscheinlich demnächst ins Gras beißen werden. Aber allerdings müssten wir jetzt stark genug sein, um ja die Spoiler-Zombies zu two-shotten. Nicht one-shotten. So, wenn wir Glück haben, erreichen wir jetzt auch den Ort, den wir wollten. Ja. Hier wollen wir hinein. Und hier ist schon der nächste Kampf. Oh nein, das ist ein Gang-Zombie. Ich bin verloren. 13. 7 Damage, ja? Wäre toll, wenn es ein Two-Shot wird, der braucht wahrscheinlich ein 3 Attacken. Kann mich, wie gesagt, nicht mehr heilen. Aber es bringt jetzt auch nichts zurückzugehen. Entweder sterben wir oder wir leben. Gut, der Gang-Zombie, den hätte es erwischt. So. Oh, toll, super, der nächste Gegner. Mit dem sagen, wo ist er denn? Wir haben nur eine Chance, wenn dem seine Attacke daneben geht. Leider nicht. Shit. Ja, ich weiß, ich habe verloren. Wenigstens bin ich jetzt wieder beim Heiler, kann meine PP auffüllen. Und noch ein paar mehr XP auf dem Weg zum Friedhof sammeln. So, erstmal fülle ich die PP auf. Ja, ich will refreshed werden, bitte. Ja. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt 19 PP. Das sind eine Menge mehr Heilungen, die wir haben. Werden wir gleich kurz beim Vater anrufen. Ah, wir haben jede Menge Geld. 310. Wir brauchen noch 190 für den Wooden Bed. Das wäre toll. 92. Das sind auch noch einige Kämpfe. So, hoffentlich gibt es jetzt keine so 100.000 random Kämpfe auf dem Weg zum Friedhof zurück. Ich glaube, ich fange demnächst an, solche Wege dann herauszuschneiden. Ist vielleicht sinnvoll. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, sobald ich in dem Grab bin. Ach, sieht man, wir haben das nächste Level erreicht, endlich Level 7. Jetzt hoffen wir doch mal, dass wir die Mr. Bats jetzt one-shotten können. Die ganze Zeit nämlich haben wir die immer nur zufällig one-geschottet. Ja, dann zeig, wie viel... Oh, so viele. Wie ihr seht, habe ich schon einige Heilungen verbraten. Ja, aber bis gleich wieder. Oder nee, wir sind ja schon da. Na dann. Kann ich ja meine Stoppo wieder starten. Ist ja wie eben. Der Gang-Zombie. Wieder mal. Da kann ich jetzt nur dreimal heilen wieder. Oh, warte, der ist jetzt auch ein Two-Shot. Sehr, sehr gut. Oh, was haben wir gelernt? Was haben wir gelernt? State. Defense up. Ah, cool. Kann ich mir eigentlich angucken? Nö, was die machen? Nee, das muss ich wohl im Kampf ausprobieren. Defense up ist eine nette Fähigkeit. Zen scheint der Supporter zu sein. Ein Geist, der sollte eigentlich relativ schnell erledigt sein. Wir greifen an. 3 Schaden genommen. Och nö, wieso bist du denn jetzt schneller? Ja, Two-Shot. So. Ich glaube, ich musste diesen Sarg checken. Da dürfte das versteckte Kinn sein. Zen hat den Deckel angehoben. Aus dem Sarg kam genau das Kind. Hi, ich bin Pippi und ich habe mich verlaufen. Du bist so ein tapferer Junge, weil du mich gefunden hast. Was? Sind wir tapfer? Nein, hatten wir Angst? Ja, wir sind tapfer. Oh Mann, sei doch nicht gleich so abgehoben. Hahaha. Nun lass uns zurück in die Stadt gehen. So, Pippi wird uns jetzt erstmal. Zen, bitte geh zuerst. Ich habe so viel Angst.
wird uns jetzt erstmal eine Weile begleiten, bis wir sie zurückgebracht haben. Halt, ich wollte Guts machen. Gucken, ob ich ihr den Plastikbad geben kann. Weil sie kämpft jetzt mit. Und sie ist erst Level 1. Das heißt, sie macht nicht so viel Schaden. Guts. Plastikbad use. Nee, kann sie nicht. Naja, ich brauche das Teil eh nicht. Mich würde es ja interessieren, ob in den Särgen noch irgendein Item ist oder sowas. Jetzt müssen wir uns erstmal um meinen Gang-Zombie kümmern und sie muss ihr Karate machen. Er hat uns angegriffen, das ist immer ganz gut. Wir haben nicht mehr so viele Heilungen. So, ihr beiden greift beide an. Jetzt muss ich da die nächste Heilung wieder auf uns verwenden. So, ich weiß halt nicht, ob sie sterben darf. Sozusagen. So. Ich wollte mir den hier angucken. Wenn ich den am auffälligsten finde. Wir haben. Das ist ein Gegner. Wahrscheinlich sind in allen anderen Gegner. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Greift an. Och nö, wirklich. Oh, danke. Wenigstens eine ist verlässlich. Kleine rothaarige Mädchen, das ohne Waffenkämpfe ist verlässlicher als mein Hauptcharakter. Ja, und leider nimmt ihr auch ziemlich Schaden durch die Attacken. So, greif an, Sen. Jetzt machst du deinen Smash. Und er wurde zu Staub. Zum Glück hat Pippi gleich das nächste Level bekommen. Und sie hat ganz schön heftige Stats ab. Ich würde sagen, hat sie wirklich so viel Angst, die kämpft ja wieder eins gegen diese Zombies. Na, wir gehen jetzt auf jeden Fall hinaus. So, Sen, es wäre gut, wenn du diesmal deinen ersten Schlag nicht verhaust. Hey, gut, Kleine. Richtig gut gemacht. Wir werden jetzt gleich den Friedhof verlassen. Stärker als wir auf Level 1. Das hat nur 4 XP gegeben. Also die anderen Särge werde ich mir gar nicht angucken. All diese Kämpfe. Ja, Bats. Mal gucken, ob Sensei jetzt one-shotten kann. Auf jeden Fall, wenn er Smash jetzt macht. So, Pippi greift an. Ach so, ja. Das habe ich ganz vergessen. Sobald man jetzt 2 Leute hat, muss man darauf aufpassen, was sie angreifen. So, wenn einer stirbt, dann tun sie sich nicht einfach das nächste Ziel aussuchen. Sind ziemlich sicher, die Batteries jetzt one-shotten kann. Sollten wir Pippi als einer der anderen angreifen lassen, bei mehreren Zielen. Ich kenne das zum Beispiel noch... Was ist denn mit dir los, Sinn? Ich kenne das zum Beispiel noch von Golden Sun. Da haben die allerdings nicht gesagt, wie mein Ziel ist weg. Sondern stattdessen... was haben die stattdessen gesagt? Ja, die haben dann immer automatisch verteidigt. Musste halt immer aufpassen und ungefähr die Gegner lernen. Wie viel AP die so haben. Irgendwas, die empfindlich sind. Der ist echt schnell. Ich nehme an, dass Pippi wahrscheinlich demnächst Level 3 erreicht. Jawohl. Dann bringen wir der Mutter ihr Kind gestärkt zurück. Gut, dann gehen wir mal raus aus diesem Grab und dann runter von diesem Friedhof. Leider müssen wir den langen Weg gehen. Oh, danke, das ist ein ganz schön langer Weg. Nächster Freude-Zombie. Aber ich bin ganz zufrieden, weil es aussieht, als ob ich das Level 8, das ich in dem anderen Part gemacht habe, den verlorenen Part, wieder erreichen könnte. Aber auch nur, weil ich unglaublich viele Random Battles auf dem zweiten Weg zum Friedhof hatte. Das war unglaublich. Ja, Smash, mach ihn kaputt. Was, nur 24? Mehr als 30 hat er nicht, sehr gut. Hier lang. Wir wollen zurück in die Stadt.
Was richtet ein Gang-Zombie? Mach bitte keine Smash-Attacken. Bitte nicht. Eine schöne 17. Ich mag die 17. Damit hat er insgesamt 24 Schaden genommen. Gut, dass die gerade Sinn angreifen. Der verlorene Aufnahme hat die ganze Zeit die am Pipi angegriffen. Was haben die das Mädchen überhaupt geführt? Sie war auf dem Friedhof, ich habe keine Ahnung. Ey, das gibt's doch nicht. Es sind ein paar Bitties, es sind drei, wenn ich richtig zähle. Ich denke, wir haben diesmal kein großes Problem, das Ganze hinzubekommen. So, ich nehme an, du one-shottest die. Hoffe ich zumindest. Ja. Ist stark genug geworden. Pippi darf jetzt die angreifen. Oh, wow, du machst 12. Ach, die sind echt schwach. Wenn sie nicht gerade Smash-Hits machen. Mach Mr. Bad C glatt und du darfst Mr. Bad B nochmal angreifen. Das sollte eigentlich genau aufgehen. Jawohl. Das passt doch. Oh Gott, diese Random-Encounter-Rate hier ist ja wirklich zum Kotzen hoch. Schlimmer als in Pokémon Schwarz-Weiß. Oder Final Fantasy. Nee, in Final Fantasy ist die teilweise noch schlimmer. Nee, kaum zu glauben. Nächster Gang-Zombie. Weil ich jetzt mal Sand braucht deutlich über 400 XP, um die nächste, das nächste Level zu erreichen, also Level 8. Oh, jetzt müssen wir sie mal heilen. So, Leiber braucht Pipi und Gang-Zombie angreifen. Und sie macht einen Smash-Hit aus Rache. Und tötet damit den Zombie. Du bist gut, Mädel. So gut, dass du auch ein Level abbekommst. Also die hat Wertsteigerung. Wahrscheinlich, weil man sie nur so kurz in der Gruppe hat. Weil sie ist ja eindeutig nicht das Mädchen, das wir am Anfang benannt haben. Wann wird die wohl bekommen? Die ist nämlich bestimmt der Spy-Angriffs-User, wenn das Bios-Bound ist. Wir haben jetzt inzwischen neue Musik. Das hört sich anders an. Irgendwie viel fröhlicher. Vielleicht, weil wir jetzt einen Begleiter hier haben? Ach, nur einer? Das ist ja wohl ein Witz. Oh, ich sehe gerade, dass mein Gamepad bald leer geht. Aber es blinkt noch nicht. Eigentlich kann ich mir noch etwas Zeit lassen, es einzustecken. So. Nach oben mit uns mal kurz die Karte angucken. Ja, da ist das Heilerhaus. Ich denke, da gehen wir diesmal nicht hin. Man uns die beiden Bettys. Zum Glück geht das Spiel nicht aus, wenn das Gamepad ausgeht, aber er wird sich dann beschweren, dass das Gamepad keinen Akku mehr hat, aber ich würde es trotzdem gerne rechtzeitig einstecken. Ich muss also mal ein bisschen auf den Akku achten. Zweiter Mr. Betty, weg mit dir. Und ich habe übrigens nicht aufgepasst und einfach A gedrückt. Weil ich auf den Akku geachtet habe. Irgendwie fühlt sich mein Kommentar heute mangelhaft an. Sollte mir mehr Mühe geben. Aber gerade ist das halt einfach nur Laufen von A nach B und jede Menge schon bekannte Gegner töten. Ich will was Neues sehen. Und ich habe das halt alles schon mal aufgenommen und das ist etwas frustrierend. Heißt in dem seine Füße und Schuhe eben grün geworden plötzlich? Pff, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir können uns jetzt auch mal um die Gang, nicht die Gang-Zombies, die Spider-Zombies am Stadtrand kümmern. Weg mit denen. Und jetzt erstmal weg mit dem Pipi. Oh, Pipi war schneller. Tja, der Hippie hat keine Chance gegen uns. Keine Macht den Hippies. Also hier irgendwo am Stadtrand, genau da stand einer von ihnen. Ja, super. Lauf mir nicht weg. Haha, du sollst ein Zombie werden. Nee, eigentlich hätte ich das anders betonen müssen. Ich frage mich immer noch, warum sie Spoiler-Zombies heißen. Ich meine, sie werden zu Staub, das heißt, sie sind wohl echte Zombies. Da heißt es nur Return to Dust, dass sie wieder in die Erde verschwinden. Das kann natürlich auch sein.
ziemlich sicher, es gab hier noch einen zweiten. Ah ja, der da. Weg mit dir. So nicht. Zombie. Pseudo-Zombie kommt näher. Pipi greift an. 12 Schaden. Super. So, wir sind hier jetzt so gut wie im Podunk. Ich denke, dann kann ich noch die Sachen machen, die ich vorhatte. Dann ordentlich das Spiel abspeichern und dann den Part beenden, denke ich. Dann bin ich genau, ziemlich genau wieder dort, wo ich damals auch aufgehört hatte. Bevor ich die Parts kaputt gekriegt habe. Ich habe einfach falsch aufgenommen. Ich denke, dann könnte ich die Aufnahme sich noch gleich beenden. Denn mehr als das machen wollte ich eigentlich nicht. Okay, wir müssen zum Rathaus. Das ist der Department Store. Nebendran war das Rathaus. So. So reden wir mal mit ihr. Ich werde dir später das Geheimnis verraten. Was für ein Geheimnis! Ich bin Abbott, nicht der Bürgermeister, aber ich bin sein Assistent. Der Bürgermeister ist da drüben. Na dann, wir haben den Auftrag ausgeführt. Ist sie das verloren gegangene Mädchen Pipi? Nun, das ist ja großartig. Ich wusste, dass du deine zivilen Pflichten erfüllen konntest. Applaus, Applaus. Nun, süße Pipi, vergiss nicht. Sag deiner Mutter, dass der Bürgermeister dich gerettet hat. Hier, ich werde Sen einen Preis von $100 geben. Na, immerhin. Nice, danke. Übrigens, Held, könntest du vielleicht nachsehen, was beim Zoo los ist? Na gut. Ja, du gehst. Großartig, großartig, großartig. Musst du aber sicherstellen, dass du den Schlüssel von meinem Assistenten Abbott erhältst. So. Nun ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Bitte komm doch zu meinem Haus. Ich werde dort warten, um dich wiederzusehen. Übrigens. Glaubst du, dass mein Herr etwas Styling benötigt? Nö, ist in Ordnung. Du hättest nicht antworten müssen, Süßer. Also er wird hier mit dem Schlüssel. Dieser Schlüssel wird das Tor zum Zoo öffnen. Nun verliere ihn nicht. Gut, wir haben den Schlüssel. Verlässt du uns jetzt das Secret-Mädel? Nö, ich muss mir die merken. Jetzt gehen wir jedenfalls zu Pipis Haus, da kriegen wir nämlich noch was sehr Wichtiges. Das war weit, weit weg. Fast in der Nähe von My Home. Nach oben, nach Norden, nach Norden. Oh, der Zoo habe ich übrigens noch nicht rausgefunden. Das werde ich dann im nächsten Part suchen. Wir können uns dann gleich mal die Karte angucken. Und es so ungefähr abschätzen. So. Ach, ist das dämlich hier. Ich will mal den Dings. Control Stick. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Genau, hier ist ihr Haus. Da ist die Mutter mit den rosa Haaren. Ich möchte dir nochmals für deine Hilfe danken. Ja, euer Haus hat eine quadratische Tür. Ihr könnt ja nie hinein. Pipi, geht es nun gut? Bist du für dein Zeug gekommen? Hier, bitte. Ich habe dir alles gegeben. Bitte komm nochmal. Ich habe über deine wunderbaren Abenteuer gehört. Du bist so tapfer, nicht wahr? Ja, sind wir. Das war jetzt anders. Ich habe noch den Plastikbett gehabt. Also hat sie mir den gegeben, weil die hat mir noch was anderes gegeben, als es... Wahrscheinlich werden wir jetzt Nein sagen. Du bist tapfer. Ich hoffe, wir können uns wiedersehen. Ja. Ich bin so glücklich. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, nimm mein Geschenk. Dieser leuchtende Orden wird dich schützen. Behalte ihn. Genau jetzt, das wollte ich eigentlich haben. Ich talk to. Da ist doch niemand. Was wir jetzt haben, ist der Franklin Badge. Franklin Badge. Die Legenden sagen, dass Ben Franklin ihn getragen hat,
als er es mit der mit den Blitzen experimentiert hat. Und dieser Badge, den gibt's in jedem Wasserteil bis jetzt, der tut sämtliche Donnerattacken reflektieren. Das ist wirklich wertvoll. Und ich wusste nicht, dass sie mir den Plastic Badge zurückgibt, denn sie hatte nichts bei meinem verlorenen gegangenen Part. Aber auf jeden Fall wird's jetzt mal Zeit, ins Hotel zu gehen und zu speichern. Also müssen wir zurück nach Podan gehen. Ich versuche mal auf dem Weg zu bleiben. Super. Der hat klasse funktioniert, auf dem Weg zu bleiben. Egal, sind wir jedenfalls in Podunk. Ach Gott, die kleinen Blumen. Wir wollen wohl nicht über sie drüber trampeln. Okay, dann wollen wir mal Hotel und danach in den Department Store zum Abspeichern. Immer dieses... Das ist so lahm. Wieder liegt es am Spiel oder am Emulator. Also, der Emulator ist natürlich die Virtual Console. Hör auf, mit Bettkäfern zu reden. So, da müssen wir jetzt aber noch ans Telefon. Leider haben wir noch keine Handys. Das bin wir irgendwann in den 90ern. Der Department Store war da unten, richtig? Ja. Da ist der... Irgendwie habe ich komische metallische Geräusche gehört in meiner Wohnung. Hoffentlich geht hier nichts kaputt. So, wir wollen mit unserem Daddy reden. Oh schön, das reicht dann für die nächste Waffe. 802. Und wir brauchen 67. Dauert noch ein bisschen bis Level 9. Oder was, Level 8? Ja, wir werden auch gleich gehen. Aber ich will noch was gucken, nachdem ich den Part beendet habe. Also... Jetzt muss ich aber erstmal den Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.